Hallo und herzlich willkommen zu ChrisCoin Gartenblog. Im heutigen Video möchte ich euch drei verschiedene Varianten vorstellen, wie ich meine Fische überwintere. Die erste Variante seht ihr hier nun an meinem naturnahen Koi-Teich. Diesen halte ich eisfrei, indem ich kontinuierlich frisches Wasser zulaufen lasse. Dieses Wasser stammt aus einer Quelle und hat ca. 10 Grad. Dadurch bleibt der Teich eigentlich die ganze Zeit eisfrei. Wir hatten jetzt allerdings eine länger andauernde Kälteperiode mit Tiefstemperaturen von minus 19 Grad. Bei solchen extremen Wetterbedingungen friert der Teich dann zwar zu 99% zu. Es bleibt dann nur ein kleiner Bereich am Einlauf frei. Dies reicht allerdings für den Gasaustausch vollkommen aus. Diese Methode habe ich nun seit ungefähr 3 Jahren durchgeführt und bisher habe ich keine Fische über den Winter verloren. Die Fische sind auch nach dem Winter immer relativ gut konditioniert noch. Die tiefsten Temperaturen, die ich im Teich gemessen habe, waren bei den minus 19 Grad, etwa 4 Grad im Teich unter der Eisschicht. Ich füttere hier die Fische noch regelmäßig. Bei extrem niedrigen Temperaturen füttere ich einmal pro Woche. Wenn das Eis frei ist und die Fische herumschwimmen, dann füttere ich täglich eine kleine Menge, abhängig vom Fischbesatz. Hier seht ihr nun die zweite Variante, wie ich die Fische überwintere. Das ist mein regulärer Koi-Teich. Diesen habe ich mit einem selbstgebauten Foliengewächshaus abgedeckt. Und das mache ich so jetzt seit 2 Jahren. Das Gewächshaus besteht aus ganz normalen Holzlatten, die mit Kunststoffwinkeln verbunden sind. Die Folie, die ich verwende, ist eine Gewächshausfolie. Den Teich lasse ich ganz normal weiterlaufen, das heißt die Pumpenleistung wird nicht reduziert und auch die Belüftung läuft auf 100% weiter. Während der Kälteperiode ist die Wassertemperatur auf 6 Grad gesunken. Hier habe ich dann etwas zugeheizt, damit die Temperatur nicht weiterfällt. Aktuell sind es ca. 10 Grad Wassertemperatur. Wenn es extrem kühl wird, gefrieren hier auch die Pflanzen am Randbereich bzw. Ganz außen an der Folie. Daher ist unter anderem dieses Jahr auch mein Papyrus eingefroren und die oberen Triebe sind kaputt gegangen. Dies war letztes Jahr nicht der Fall. Bevor ich die Abdeckung aus Holz hatte, habe ich mir aus Baustahlmatten eine Abdeckung gebaut. Diese war allerdings nicht so hoch, dass man bequem stehen konnte. Und daher habe ich mir eben vor 2 Jahren diese Art der Abdeckung gebaut. Hier kann man jetzt nochmal die Winkel, die ich verwendet habe, sehen. Den Giebel habe ich zusätzlich nochmal verstärkt. Und hier habe ich den Abstand zwischen den Spannen etwas verringert, da die Gefahr besteht, dass hier Dachlawinen auf die Abdeckung rutschen. Unter anderem hat mir dies meine erste Konstruktion, die ich vor 4 Jahren gebaut habe, dann zerstört. Weiterhin muss man darauf achten, dass die Abdeckung gut im Boden verankert ist. Ich habe sie hier auf beiden Seiten in dicke Balken verschraubt und das Ganze ist durch die Scheunenwand hier relativ gut windgeschützt. Dies ist meiner Meinung nach eine der sichersten Überwinterungsmaßnahmen, da die Koi hier relativ konstante Temperaturen haben, da
die ganze Teichoberfläche windgeschützt ist und da auch der Teichfilter auf normale Leistung weiterläuft. Im Frühjahr steigt dann auch die Temperatur durch die Abdeckung relativ schnell wieder und wird über die Nacht dann auch gepuffert. Allerdings ist hier der Aufwand auch am größten, die Abdeckung jedes Jahr abzubauen und aufzubauen. Wie ihr sehen könnt, sind die Fische äußerst aktiv für diese Temperatur. Ich füttere hier die Fische noch relativ großzügig. Sie bekommen eine Tasse Mischfutter. Diesen Mix habe ich selbst zusammengestellt und er besteht aus Karpfenfutterpellets, jeweils zu 50% normale Pellets zur Alleinernährung und vegetarische Pellets. Wie ihr hier bemerkt habt, ist das Futter auch teilweise sinkend, weshalb die meisten Koi nun zuerst die sinkenden Pellets fressen und einige Vorwitzige wie mein Karashi fressen eben das schwimmende Futter lieber. So, hier seht ihr nun die dritte Variante, wie ich meine Fische überwintere. Und zwar habe ich hier in dieser Innenhalterung die Tosai, die ich letztes Jahr importiert habe und die ich eigentlich in meinem neuen Teich überwintern wollte. Da dieser aber noch nicht fertig wurde, habe ich mich kurzerhand entschlossen, diesen Pool aufzustellen. Der Pool wiederum ist nicht beheizt. Das heißt, ich erwärme ihn nur über die Raumtemperatur. Der Raum hier hat keine Heizung. Er wird nur über den angrenzenden Heizungsraum erwärmt. Daher hatte ich jetzt auch in der Kälteperiode nur 4 Grad in der Innenhalterung. Jetzt, da die Außentemperaturen wieder steigen, habe ich bereits 6 Grad Wassertemperatur. Den Fischen scheint das Ganze nicht geschadet zu haben. Sie waren auch bei den 4 Grad relativ aktiv. Und man konnte auch am Verhalten nichts Negatives erkennen. Empfehlenswert ist die Bewinderung in der Innenhalterung, vor allem wenn der Teich nicht tief genug ist oder wenn der Teich nicht abgedeckt wird und man ihn nicht beheizt. Allerdings bedeutet das Umsetzen in die Innenhalterung für die Fische wiederum Stress, was bei vorgeschädigten Fischen nicht ganz unproblematisch sein kann. In der Innenhalterung ist auch darauf zu achten, dass die Wasserwerte stimmen, da hier ein wesentlich kleineres Wasservolumen, in der Regel ein wesentlich kleineres Wasservolumen zur Verfügung steht als im Teich. Bei mir sieht man nun auch anhand der erhöhten Schaumbildung, dass es höchste Zeit ist für einen Wasserwechsel. Allerdings hat man in der Innenhalterung dann auch die Möglichkeit, wenn diese isoliert ist, die Temperatur gegebenenfalls zu erhöhen, um so eventuelle Krankheiten auszukurieren. Ich persönlich bevorzuge eigentlich die Bewinderung im Teich, da es für mich unproblematischer ist. Oder da es meiner Meinung nach unproblematischer ist. Ein Vorteil einer Innenhalterung ist ganz klar, dass man auch im Winter Spaß an den Fischen haben kann. Falls euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über ein Like oder über ein Abo freuen. Falls ihr Anregungen oder Kritikpunkte habt, dann schreibt sie bitte gerne in die Kommentare. Euer Chris von Chris Koi Garden Blog. Ciao.